Kennst du das auch? Du willst etwas verändern und stößt dabei immer wieder auf Widerstand? Oder wüsstest du gerne, wie du Veränderungen erfolgreich umsetzt? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, stelle ich dir das 8-Stufen-Modell erfolgreicher Veränderungen von John Kotter vor. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. Also, was hat es nun mit den 8 Stufen erfolgreicher Veränderungen zu tun? Diese stellt John Kotter in seinem Buch Leading Change vor. Der erste Schritt ist das Aufzeigen von Dringlichkeit. Dabei musst du allen klar machen, dass es so, wie es bisher läuft, nicht weitergehen kann. Denn sonst passiert nichts und deine Mitarbeiter nehmen das Vorhaben der Veränderung nicht ernst. Du kannst die Dringlichkeit erhöhen, indem du hohe Ziele steckst und gleichzeitig die aktuellen Fehler hervorhebst. Im zweiten Schritt musst du eine Führungskoalition aufbauen. Denn ein fundamentaler Wandel benötigt ein starkes Team. Suche dir dazu die richtigen Mitglieder aus. Du benötigst eine gute Mischung aus Schlüsselfiguren, Personen mit Expertise sowie Mitarbeitern mit einer hohen Glaubwürdigkeit und Reputation. Beachte dabei, dass du widerwillige Schlüsselfiguren nicht außen vor lässt. Binde sie in dein Vorhaben mit ein. Manchmal führt aber auch kein Weg an einer Kündigung vorbei. Nun könnt ihr mit dem Entwickeln von Vision und Strategie beginnen. Das ist notwendig, um ein gemeinsames Ziel für die Zukunft zu entwickeln. Außerdem hilft es, die Handlungen aller Beteiligten zu koordinieren und gibt ihnen gleichzeitig Autonomie. Eine gute Vision sollte die Zukunft beschreiben, realistisch sein und zum Handeln motivieren. Sie muss aber auch flexibel genug sein, um Autonomie zuzulassen. Und sie muss einfach zu kommunizieren sein. Womit wir zum nächsten Schritt kommen, die Vision kommunizieren. Nun kannst du mit der Vision an die breite Masse herantreten. Nutze dafür verschiedene Foren, Medien und Kommunikationskanäle, denn du kannst nicht oft genug die Botschaft der Veränderung kommunizieren. Verwende Bilder, eine einfache Sprache sowie Beispiele und spreche scheinbare Unstimmigkeiten an. Das reduziert den Flurfunk. Im 5. Schritt befähigst du die breite Basis der Mitarbeiter. Dazu kann es notwendig sein, dass du verschiedene Hindernisse beseitigen musst. Alte Strukturen müssen aufgebrochen werden und vielleicht benötigen die Mitarbeiter neue Fähigkeiten und Weiterbildungen oder Trainings werden notwendig. Vor allem aber müssen Anreizsysteme wie zum Beispiel Modelle für Gehälter oder Beförderungen angepasst werden. Gegebenenfalls müssen auch einzelne Führungskräfte ausgetauscht werden. Denn erst wenn all diese Hindernisse aus dem Weg geräumt wurden, können wirklich alle Mitarbeiter loslegen. Nun ist es notwendig, schnelle Erfolge zu schaffen. Denn das motiviert, überzeugt Zweifler und schafft Glaubwürdigkeit. Wichtig ist dafür, dass der Erfolg sich klar auf die Veränderung bezieht. Das erlaubt dann auch einen Realitätscheck des Vorhabens und schafft einen Grund zum Feiern. Die ersten 6 Stufen sollten genug Momentum aufbauen, um den langen Weg, der noch bevorsteht, zu schaffen. Denn du musst die Veränderung weiter vorantreiben. Mache dazu allen klar, dass das Ziel noch nicht erreicht wurde und treibe den Wandel weiter voran. Viele Veränderungsvorhaben kommen zum Stillstand, weil dieser wichtige Schritt nicht genug Beachtung bekommt. Bewerte die bisherigen Erfolge und passe das Vorhaben gegebenenfalls an. Der letzte Schritt ist der wohl entscheidendste. Die Veränderungen müssen in der Unternehmenskultur verankert werden. Denn wenn du hier nicht wachsam bist, fallen die Mitarbeiter schnell wieder in alte Muster zurück. Sorge dafür, dass allen immer bewusst ist, wie sehr die Veränderungen die aktuelle Situation positiv beeinflussen. Nun sind wir mit den 8 Stufen von Kotters Change Management Modell durch. Beachte aber, dass die Stufen nicht zwangsweise hintereinander ablaufen müssen. So ist es oft sinnvoll, schon mit der nächsten Stufe anzufangen, auch wenn die vorherige noch nicht abgeschlossen ist. Zudem kann es notwendig sein, dass du zu einem späteren Zeitpunkt noch an einer früheren Stufe nachschärfen musst. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal.